Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Anlässlich zum Eid al-Adha möchten wir einige Worte zu diesem Feiertag der Muslime verlieren, auf Deutsch auch das sogenannte Opferfest. Und wenn man über diesen Tag spricht, dann muss man sofort über das Stichwort Aufopferung sprechen. Und wir wissen, dass es im Laufe der Geschichte viele Menschen gab, die geopfert haben für eine bestimmte Sache, für ihren Dien, für ihre Nation, für irgendetwas, von den Muslimen und Nicht-Muslimen. Es gab viele Menschen, die in ihrem Leben geopfert haben. Doch vergleichen wir die Opferbereitschaft all jener Menschen, die gelebt haben, mal mit der Opferbereitschaft von Ibrahim a.s. Und wir wissen, was ihm abverlangt worden ist. Allah subhanahu wa ta'ala verlangt, dass er seinen Sohn Ismail a.s. opfert. Und wir wissen, wie die Geschichte begonnen hat. Es war so, dass er stetig einen Traum bekommen hat, liebe Geschwister. Er hat stetig einen Traum bekommen, in dem er sieht, dass er seinen Sohn opfern soll, seinen Sohn töten soll sozusagen. Und insgeheim wusste er eigentlich schon, dass dieser Traum nicht nur die Verarbeitung seines Alltags darstellt, weil er ein Prophet ist und die Träume der Propheten sind bekanntlicherweise, wahi, sie sind Offenbarung. Und deswegen wusste er, es ist eigentlich ein Befehl Allahs. Es ist ein tatsächlicher Befehl Allahs, den er nachkommen muss als Prophet. Was macht er? Er geht zu seinem Sohn und stellt euch mal vor, meine lieben Geschwister, in der Rolle eines Vaters, zu seinem Sohn geht und seinem Sohn sagt, mein Sohn Ismail, ich sehe, wie ich dich im Traum opfern soll. Was hältst du davon? Und hier sieht man sehr schön, dass Ibrahim a.s. seine Entscheidung getroffen hat. Aber er fragt seinen Sohn, was ist deine Meinung dazu? Denn sein Sohn muss auch eine Entscheidung mit dem Befehl Allahs treffen. Und was sagt Ismail a.s.? Sehr schöne Worte. Obwohl er derjenige ist, der geopfert wird, sagt er, tue, was dir befohlen wurde, Vater. Er verstärkt ihn sogar noch, oder ermutigt ihn besser gesagt, dass er den Befehl Allahs ausführen soll. Tue, was dir befohlen wurde, Vater. Du wirst mich, insha'Allah, so Allah will, unter den Standhaften vorfinden. Und was machten sie dann? Sie kamen dem Befehl Allahs nach. Und es heißt im Koran in der ungefähren Übersetzung, als sie sich beide ergeben haben, aslama, zu wem ergeben haben? Zu Allah und zu dem Befehl Allahs, dass Ibrahim a.s. seinen Sohn töten soll. Und beide haben sich ergeben. Sein Sohn und der Prophet Ibrahim a.s. selber. Der eine sollte es ausführen, seinen Sohn töten, was eine große Prüfung ist, was viel abverlangt, viel Opferung. Und der andere ist der geopfert werden soll, was ebenfalls viel abverlangt. Als sie sich beide ergeben haben, aslama, und er seinen Sohn mit der Stirn schon auf den Boden gelegt hatte und sozusagen zum Hieb ansetzen wollte, da sprachen wir zu ihm, du hast den Befehl deines Traumes erfüllt. Ibrahim kam dem Befehl Allahs nach. Er kam der Ergebenheit nach. Wie? In welcher Form, meine lieben Geschwister? Von ihm wurde viel abverlangt. Und es heißt in der weiteren Aya auch, dass das wahrlich eine große Prüfung ist. Und an dieser Geschichte können wir sehr vieles für unser alltägliches Leben ableiten, meine lieben Geschwister. Die Befehle, die Gebote und Verbote Allahs, sie verlangen bestimmte Opfer von uns. Das ist so. Keiner hat von uns verlangt, dass wir unseren Sohn opfern sollen. Das ist nur für Ibrahim a.s. gewesen. Und Allah sagt, das war wahrlich eine große Prüfung. Aber auch von uns werden tagtäglich Prüfungen abverlangt. Opferbereitschaft wird von uns tagtäglich abgefragt. Wie? Indem wir in unserem Leben nach dem Islam handeln sollen, beten sollen, fasten sollen, Da'wah machen sollen. All diese Dinge natürlich, meine lieben Geschwister, sie bringen bestimmte Probleme mit sich. Sie bringen bestimmte Opfer mit sich, die der Muslim im alltäglichen Leben erfüllen muss, dem er nachkommen muss. Aber hier sollte Ibrahim a.s. und Ismail a.s. für jeden Muslim stetig eine Inspiration in seinem Leben sein, den Befehlen Allahs bestmöglich nachzukommen. Und deswegen ehrt Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim a.s. im Koran mit dem Begriff Muslim. Nicht im Sinne dessen, dass er ein Anhänger des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist, weil er hat ja vor ihm gelebt und war ein Prophet vor seiner Zeit. Wir sind Anhänger von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, von seiner Ummah. Muslim im sprachlichen Sinne, aslama, dass er sich ergeben hat zum Befehl Allahs und ihn ohne Probleme umgesetzt hat. Er hat den Traum bekommen, hat zum Hieb angesetzt, hat seinen Sohn Bescheid gegeben und sein Sohn war auch zufrieden, hat gesagt, Inshallah, du wirst mich als einen der Standhaften vorfinden. Und deswegen sollte das in unserem alltäglichen Leben eine Inspiration für uns sein, meine lieben Geschwister. Ja, ich weiß, die Befehle Allahs, sie bringen Probleme mit sich, sie bringen Prüfungen mit sich. Aber hier haben wir diese beiden Leute, die mit diesen Prüfungen zu tun hatten, die eine so große Prüfung hatten, dass sie sogar ihr Leben opfern sollten. Aber trotzdem sind sie dem Befehl Allahs in diesem Sinne nachgekommen. Und so bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns als islamische Ummah wieder verstärkt zu diesem Verständnis hinführt. Dass wir alle Probleme, die wir durch die Befehle Allahs, durch den Koran in unserem alltäglichen Leben in Klammern bekommen, dadurch, dass wir aufgefordert werden, etwas zu tun, etwas anderes zu unterlassen, dass wir all diese Prüfungen, insha'Allah, wie Ismail a.s. überkommen, wie er standhaft sind und damit dann auch insha'Allah eines Tages an Yawm al-Qiyamah als Muslime geehrt werden können. Denn Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet im Koran Ibrahim weder als Juden noch als Christen, als Anhänger des rechten Glaubens. Und dann heißt es im Koran,
Wahrlich, denn er war ein Muslim. Er war jemand, der sich Gott ergeben hat. Jazakumallahu khairan wa barakallahu fikum. In diesem Sinne, meine lieben Geschwister, können wir nicht über Eid al-Adha nachdenken, ohne an die Aufopferung von Ibrahim a.s. nachzudenken. Und an seine Geschichte können wir nicht denken, ohne dass wir an Aslama, Ergebung denken und uns mal vor Augen führen, was er bereit war, für den Befehl Allahs alles zu opfern. Und deswegen, meine lieben Geschwister, noch einmal an euch alle, Eid Mubarak vom ganzen Herzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu Vorbildern machen, wie Ibrahim a.s. ein Vorbild war. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.